Bitch, ich bin ein Lava, undercover. Bitte keine Selfies hier im Heartbreak Hotel. Immer Drama vor dem Panorama. Bitte keine Selfies. Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Mario Kart Wii Custom Tracks. Heute geht's weiter im Green Star Cup. Und hier sind wirklich 4 Remake-Strecken drin. Das heißt, die Bewertung können wir uns heute eigentlich relativ sparen. Okay. Ist in Ordnung. Nehme ich so hin. Also wenn wir nochmal ein Cup voller Custom-Strecken bekommen. Oh, I'm sorry. Freunde, ihr solltet jetzt einen kurzen Switch im Sound gehört haben. Ich hatte am Anfang den leichten Tonfall drin. Sorry, ist schon weg. Ist schon weg. Also, GBA Sunset Island ist das erste. Und ich mag jetzt ganz am Anfang ein kurzes Update geben für alle, die sich einen Hübi-Hut bestellt haben. Es gab wegen einem Hut, wegen einer Bestellung, leider eine leichte Verzögerung. Mega ätzend. Aber am Mittwoch, also wenn ihr das seht, morgen, gehen die ganzen Hüte in den Stick. Und ja, wenn die aus dem Stick wieder draußen sind, dann werden sie an euch verschickt. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, ich habe leider keine Ahnung, wie lange der Stick dauert. Also, wie lange es dauert, einen Hut zu besticken. Ich habe überhaupt so vom Sticken eigentlich keine Ahnung. Das Einzige, was ich irgendwie halt noch kenne, ist ja so bedrucken. So Sport-T-Shirts oder so habe ich ja schon mal bedrucken lassen. Oder halt so einfach so aus Fun irgendwelche Logos für Geburtstagspartys oder so. Aber so, wie lange so ein Stick dauert für 7 Hüte? Keine Ahnung. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst, dass ihr da auf dem aktuellsten Stand seid. Ihr versucht das hier einigermaßen transparent zu gestalten. Und ich denke mal, dass jeder, der sich einen Hut bestellt hat, hoffentlich auch dieses Video sieht. Oh, ich dachte, da könnte ich durchfahren. Ich dachte, das wäre so ein Laubhaufen. Also hoffentlich auch dieses Video sieht. Ansonsten, ja, dann tut es mir sehr leid. Da muss derjenige sich jetzt einfach ohne Infos gedulden. Aber alle, die sich einen bestellt haben, wissen jetzt Bescheid. Das ist im Vormarsch. Und ja, das wollte ich nur mal eben sagen, dass da alle auf dem Laufenden sind, dass da eben mal wieder eine kurze Info kam, dass sie nicht so im Leeren rumstehen. Also ab Mittwoch ist das Ganze dann bei der Stickfirma. Und wenn es dann da fertig ist, dann geht's raus an euch. Da werde ich auch nochmal ein extra Video machen, wie ich die ganzen Pakete verpacke, weil beim einen oder anderen will ich dann doch irgendwie immer so ein kleines Goodie reinpacken oder keine Ahnung. Irgendwie so, ich werde, glaube ich, ein kleines Paket verpacken. Video machen. Ich glaube, das kann ganz lustig werden. Ja, so viel dazu. Ich wollte einfach mal so ein bisschen in diesem Video heute so einen kleinen Zwischenstand geben. So, was heißt Zwischenstand? Einfach mal so ein bisschen so die Lage, eine kurze Rede zur Lage der Nation. Nein, einfach kurz ein bisschen über den Kanal talken. So auf rein persönlicher Ebene. Jetzt nicht so Channel News mäßig, so rein sachlich, was passiert gerade auf dem Kanal, sondern einfach mal wirklich so erzählen, wie fühle ich mich gerade bezüglich YouTube. Was denke ich zu einzelnen Dingen, ja, wie ist meine Motivation etc. Ich muss sagen, ganz offen, unverblümt und ehrlich, aktuell macht mir YouTube so viel Spaß wie noch nie. Ohne Witz, also was YouTube aktuell mit mir persönlich, mit meiner Person, mit meiner Laune, mit meinen Emotionen anstellt, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich muss mir unbedingt die Nase putzen, weil ich muss gleich niesen. Entschuldigt das. Ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Rennen. Das hat wirklich ein bisschen gejuckt. Oh, wir haben hier sogar eine Diddy Kong Racing Strecke. Sehr cool. Nein, also YouTube ist gerade wow. Einfach nur wow. Splatoon. Super Projekt. Einfach nur total durchgeknallt. Kommt gut bei euch an. Auch von den Likes her nur Positives bisher gehört. Ist einfach ein super gute Laune Projekt, was wirklich sehr abgespaced ist. Aber sowas kann ich auch mal wieder sehr gut gebrauchen. Einfach nur, um mich mal wieder so, um so meine kranken, verrückten Triebe hier irgendwo in mir ab rauszulassen. Was jetzt in anderen Projekten jetzt weniger geht. Dann haben wir aktuell Custom Tracks. Was ja mein Themenprojekt aktuell ist, was dann auch bald durch ein neues Projekt abgelöst wird, worauf ich mich auch schon sehr freue. Das wird, glaube ich, auch sehr cool. Das wird ein super Projekt, wo man auch, glaube ich, ganz gut Gäste einladen kann, wo man drüber. Also, das wird ein sehr schönes Themenprojekt. Und ich glaube, so in der Art, wie ich das mache, hat das auch noch keiner gebracht. Also, keiner, der mir bewusst ist, sagen wir es so. Und dann haben wir noch, Color Splash. Was jetzt in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr Beliebtheit erfährt. Also wirklich sehr cool.
Die letzten beiden Parts von Color Splash haben jetzt beide innerhalb von ein, zwei Tagen schon über die 100 Aufrufe geknackt. Ist natürlich jetzt sowas für die Channel News oder Splatoon kein Problem, die machen das innerhalb von 3-4 Stunden, aber man muss ja immer noch bedenken, dass Color Splash ein langes RPG-LP ist. Und da ist es nicht normal, für meine Größe, dass das wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen die 100 Klicks erreicht. Also das läuft auch sehr gut, es macht mir sehr viel Spaß. So ganz langsam, aber sicher nähern wir uns dem Ende des Spiels. Also wir haben schon noch ein bisschen was vor uns, aber das läuft auch bald so ein bisschen so aus. Ich habe noch keine Ahnung, was ich da als Nachfolgeprojekt machen muss. Habe mir noch gar keine Gedanken zu gemacht. Weil Color Splash doch früher endet als geplant. Ich habe wirklich geplant, dass Color Splash irgendwann Ende Dezember enden wird. Aber so wie es aussieht, wird es wohl doch schon so Mitte Dezember vorbei sein. Also vielleicht sogar vor Weihnachten, weiß ich noch gar nicht. Da muss ich mir da auch noch was Neues überlegen. Aber wie gesagt, also alle drei Projekte plus, jetzt kommt das dicke Plus, die aktuellen Pokémon Moon Streams, die wirklich so viel Spaß machen. Die vier Sachen zusammen sorgen gerade wirklich dafür, dass ich so viel Spaß an YouTube habe, dass wirklich auch total viele Leute dabei sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand, der meinen Kanal abonniert hat, sich irgendwie gelangweilt fühlt. Also es ist eigentlich für jeden was dabei. Ich glaube, keiner sagt jetzt, boah, alle Projekte, die du gerade bringst, finde ich voll scheiße. Das ist eine super Sache. Das hatte ich noch nicht so oft auf dem Kanal. Also oftmals war es dann doch so, ich hatte ja immer nur zwei Projekte am Laufen. Das war auch, als ich nur so ein Video am Tag gemacht habe. Sag mal, bin ich hier Geisterfahrer oder was? Und warum bin ich so langsam? Warum sind alle anderen viel schneller als ich? Das ist ein bisschen strange. Und jetzt habe ich wieder mein Item verloren. Egal. Also wirklich, diese drei aktuell laufenden LP-Projekte plus die Streams, die ich gerade bringe, sorgen dafür, dass wirklich, glaube ich, jeder auf meinem Kanal auf seine Kosten kommt. Viele neue Leute finden ihren Weg auf meinen Kanal. Also, ich hatte ja ein ziemliches Abo-Wachstum von, glaube ich, so knapp 120 Abonnenten durch mein Tacheles 1 Video. Ganz einfach aus dem Grund, weil Domi das geteilt hat auf Twitter und auch viele andere größere YouTuber sich da zu Wort gemeldet haben. Aber aktuell schaffen wir aus eigenen Dingen ein wirklich sehr, sehr cooles Kanalwachstum, was ich sehr befürworte. Und man kann jetzt auch nicht nur sagen, dass die Leute alle nur wegen einem Projekt kommen, sondern wirklich so die gesamten Like-Klick-Zahlen auf allen Projekten steigen gerade. Das heißt, es ist nicht so, dass ich nur eine spezielle Zielgruppe anziehe, die sich nur eine Sache anguckt und sonst gar nichts, sondern dass gerade wirklich einfach insgesamt sich meine Community ein bisschen vergrößert. Das alles zusammen, gepaart mit, ich sag mal, meinem aktuellen, ja, kreativen Hype, den ich habe. Also ich bin gerade sehr aufgeschlossen gegenüber neuen kreativen Sachen, die ich einfach nicht gemacht habe, einfach neue Projekte direkt umzusetzen, sorgen einfach gerade für, bei mir persönlich, und ich glaube, wenn ich mir auch die Resonanz anschaue, so bei euch, für ein unglaublich cooles Kanalgefühl. Und das, was einfach jetzt diesen Winter passiert, ich würde jetzt schon sagen, dass wir im Winter sind, ist einfach das komplette Gegenteil zu dem, was letzten Winter passiert ist. Weil letzten Winter kam um die Zeit so mein... Okay. kam um die Zeit mein 500-Abo-Special, wo ich da sehr unbedacht gegen Tomageddon geschossen habe. Und dann war da Beef und Debatte hier. Und dann habe ich auch noch Paper Jam Bros. Gestartet, was auch noch sehr komisch war. Zudem war ich persönlich auch in einer sehr komischen Lage. Also ich habe viel über Dinge nachgedacht, war nicht so ganz happy mit gewissen Dingen und so weiter. Und jetzt haben wir einfach das komplette Gegenteil. Es ist, also auf meinem Kanal läuft super. Bei mir persönlich ist gerade auch alles cool. Es ist einfach gerade alles sehr, 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 sehr positiv. Wobei im letzten Jahr um diese Zeit alles sehr, sehr negativ war. Was mich natürlich sehr, sehr positiv stimmt für die Zukunft. Und auch euer Feedback und eure Interaktion. Allein jetzt schon mit der Hübi Charity Aktion. Das könnte wirklich ein absolutes Jahreshighlight werden. Jetzt am Ende von 2016. Das könnte wirklich... Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Charity Stream mein persönliches Highlight von YouTube, von meinem aktuellen YouTube-Hobby wird. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn ich alle Ideen, die ich im Kopf habe aktuell, für den Charity-Stream umsetzen kann, dann könnte wirklich der Charity-Stream das Coolste sein, was ich jemals hier auf dieser Plattform gemacht habe. Und das ist nicht gelogen oder sinnloses Gepusche, sondern das ist mein purer Ernst. Und ja, also aktuell... Super Sache, mein Kanal läuft genau so, wie ich es mir vorstelle. Ich bin wirklich happy gerade einfach nur. Und auch diese zwei
Videos plus manchmal Stream am Tag, setze ich gerade ohne Probleme um und bin trotzdem noch am Wochenende mit Freunden weg, spiele Handball, treffe ich, wenn was ist, bin immer im Training. Also ich frage mich, warum schaffe ich es jetzt, meine Zeit zu organisieren und warum habe ich im letzten Winter meine kompletten Freunde vernachlässigt, dass ich irgendwie mit Mühe und Not zwei Videos erstellen kann, während das jetzt aktuell ohne Probleme läuft. Also, no joke, ich weiß nicht, was ich letztes Jahr mit meiner Zeit gemacht habe. Aber ich schaffe dieses Jahr genau dasselbe wie letztes Jahr, plus nochmal 50% obendrauf. Und hab immer noch genug Zeit für Freunde, Handball, etc. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich meinen Schlafrhythmus ein bisschen geändert habe. Also ich bin wirklich dazu, ich tendiere aktuell sehr dazu, früher ins Bett zu gehen. Ich habe früher mir gedacht, ich müsste lange aufbleiben, um dann nachts noch viele Videos zu produzieren, um irgendwie auf mein Kontingent zu kommen. Aber was ich gemerkt habe, wenn ich abends früh ins Bett gehe, dann bin ich, wenn ich von der Arbeit heimkomme oder von der Berufsschule heimkomme, nicht müde. Was letztes Jahr bei mir extrem war. Ich kam letztes Jahr aus der Arbeit heim oder aus der Schule und war so müde und schlapp. Und ich war da einfach so unproduktiv. Ich hatte zwar viel Zeit, aber ich habe die Zeit nicht gut genutzt. Und jetzt gehe ich wirklich früh ins Bett, bin eigentlich den ganzen Tag über fit, komme morgens auch deutlich besser aus dem Bett als sonst. Früher war aus dem Bett kommt für mich immer ein absolutes Drama. Und kriege alles, was ich schaffen will, hin in einem geregelten Zeitraum. Und wie gesagt, habe noch viel mehr Zeit als letztes Jahr. Also, es ist einfach eine komplette 180-Grad-Drehung zu vor 365 Tagen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und es motiviert mich sehr und zeigt mir, was alles möglich ist, wenn man auf seinen Schlafrhythmus achtet. Auf Ernährung muss ich noch achten, das kriege ich bisher immer noch nicht so ganz hin. Da bin ich noch dran, das wird irgendwann in Zukunft in Angriff genommen. Da habe ich aktuell einfach, kann ich nicht so viel Konzentration für opfern. Aber ansonsten ist eigentlich wirklich alles top. Also ich nutze meine Zeit super, ich kriege alles unter einen Hut, was ich unter einen Hut kriegen will. Also ich habe aktuell nichts im Kopf, was mich irgendwie emotional oder psychisch belastet. Ich schaffe alles, was ich mir vornehme aktuell und das ist höchst interessant und ich bin gespannt, wie lange das so bleibt, weil es irgendwie doch erschreckend gut gerade alles läuft. Mal schauen, wo uns das in Zukunft noch hinbringen wird, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Aktuell nimmt alles wirklich seinen Lauf, so wie ich es mir vorstelle. Die Zukunft könnte höchst interessant werden, Freunde. Ich bin gerade näher. Also in letzter Zeit drücke ich deutlich näher an ein Leben ran, wie ich es mir im Traum vorstelle. Das klingt jetzt ein bisschen kacke, wenn ich sage, ich lebe gerade mein Traumleben. Dann ist das falsch, weil in meinem Traumleben läuft doch noch ziemlich viel anders. Aber sagen wir es so, ich glaube, aktuell auch auf mein ganzes... Ich will jetzt nicht sagen, auf mein ganzes Leben bezogen, aber so, ich bin zurzeit so glücklich wie in den letzten Jahren noch nie. Kann ich, glaube ich, wirklich sagen. Wenn ich jetzt so mal ein bisschen drüber nachdenke. Natürlich ist man ab und zu down. Wenn ich im Handball verliere, dann sind die Abende kacke und der nächste Tag ist dann auch mal ein bisschen für den Arsch und ab und zu muss man vielleicht auch mal in der Arbeit irgendwas machen, was einen aufregt oder so, aber so, ich weiß nicht, so unterm Strich, wann ich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren länger als, ich sag mal, 2 Tage unglücklich war. Ist echt so. Ich versuche ja darüber nachzudenken. Natürlich hat man ab und zu mal einen Tag, wo es mies läuft. Und vielleicht ist man auch mal 2 Tage richtig, richtig schlecht drauf. Aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, boah, die ganze Woche war scheiße. Und es gerade läuft mein Leben so richtig aus dem Ruder. Und nichts ist so, wie ich es mir vorstelle. Aktuell ist wirklich alles sehr, sehr schön. Und ich glaube, man merkt es auch an meinen Videos, dass ich in letzter Zeit deutlich motivierter, fröhlicher, enthusiastischer und auch vor allem kreativer bin. Ich setze Videos um, die ich in den letzten Monaten gar nicht mehr gemacht habe. Sei es der Splatoon-Teaser, sei es ich starte wirklich mal diese 24-Stunden-Charity-Aktion, sei es diese Tacheles-Videos, wo ich ehrlich meine Meinung sage, ich bin einfach viel kreativer und boah, ach, ich glaube, ihr wisst, worauf ich raus will. Ich habe jetzt lang genug drum geredet und das wollte ich euch einfach mal so ein bisschen sagen, weil ich habe nämlich vorhin ein Video von mir gesehen, ein altes Pokémon-Diamant-Video,
was heißt, mit was den Titel hatte, wie geht's mir? Und da habe ich auch einfach mal ein bisschen über meine aktuelle Lage geredet. Und genau das wollte ich jetzt wieder tun. Wenn das hier ein Pokémon-Part wäre, würde ich ihn nennen, wie geht es mir? Fragezeichen. Falls euch das interessiert, dann sucht doch mal nach Pokémon Diamant Hübi, wie geht es mir? Da findet ihr das Video bestimmt wieder, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und aktuell ist bei mir einfach nur so ein fetter Grinse-Smiley. Und ja, das war's mit der heutigen Custom Tricks Folge. Ein kleines Live-Update, schimpftes Video, wie ihr wollt. einfach mal über die aktuelle Gefühlslage reden. Muss ab und zu einfach mal raus. Freunde, das war Custom Tricks für heute. Ein Daumen nach oben wäre toll. Und dann sehen wir uns in einem neuen Video wieder. Euer Hübi. Haut rein!